Eat 4 Black Flag. So, und ja, ich versuche mich jetzt hier an das vor Serranilla, wobei ich glaube, oder Serranila, ich weiß es nicht, dass wir scheitern werden, aber ich teste es einfach mal. Ihr habt den Captain gehört, los! Feuer! Da, Captain, da sind sie am empfindlichsten. Vorbei, sind die Haken fest. Oh, was feuern die denn da? Nicht auf mich im Moment. Feuer! Haben wir da einen Verbündeten oder was? Verdammter Neben! Alle Segel, sie vertreibt das! Oh, aber es ist ein richtig heftiges Vor, glaube ich. Einholen! Vorsegel, einholen! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Gebt den Befehl, Sir! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer, Feuer los! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Feuer! Da sind sie am empfindlichsten. Alles setzen und schaffen zum Wind ausrichten. Und hier geht schon einer unter. Feuer! Sie präsentieren Feuer! Sich uns. Lassen Sie dafür bezahlen. Feuer! Jetzt sind wir an der Reihe. Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie Feuer! Feuer! Sie präsentieren sich uns. Lassen Sie dafür bezahlen. Feuer! Komm schon! Ihre Schwachstelle ist umgeschlagen! Feuer! Feuer! Sehr schön! Komm schon! Ein kleines Stückchen haben wir noch. Eine Vorverteidigung ist noch übrig. Das müssen wir doch schaffen. Kurs wechseln! Wir laufen auf Grund, Captain! So, wo ist diese Verteidigung? Da! Captain, ein paar Treffer hier und sie Feuer! Komm schon! Feuer! Sie präsentieren sich! Ja! Juhu! Sie geht gleich unter! Und andocken und infiltrieren! Sehr schön, und ich habe es mir einfach mal gewagt, mit unseren jetzt Elite-Rundkugeln dieses Fort mal anzugreifen, auch mit dem Schwierigkeitsgrad schwer, und ja, wie ihr seht, es hat gut hingehauen. Wir haben sogar noch ein bisschen Energie, beziehungsweise ein bisschen Rüstung übrig vom Schiff. Sü mit Ü, na dann schauen wir mal, ob wir hier mal wieder ein bisschen Action machen. Und ballern mal alles weg, was sich hier nicht bei drei auf den Bäumen bewegt. So. Genau, wir müssen wieder drei Offiziere erledigen, wie immer. Na gut, es ist nicht, sind nicht immer drei, aber meistens. Was willst du denn hier? Was? Wieso haben wir keine Schwerter ausgerüstet? WTF? Oof.
So, den ersten haben wir. Mann, und hier ist richtig was los. Alter Schwede, ey. Oh, was für Wichser. Schuppen mich ins Feuer rein. Und ich habe irgendwie heute hier, Alter. So eine Wichser. Schnell weg hier. So, und ich lade mal meine Pistole wieder auf. Die Typen nerven ja hier extremst. So, Freundchen. Alter! Die Truhe nehmen wir gleich mal mit. Aber den Rest machen wir dann. Nein! Lad auf! Okay, dann renn wenigstens weg. So! Schluss! Auf zum Kriegsraum. Kurz und schmerzlos, Kumpel. Und das vorletzte Fort hier in Assassin's Creed 4 ist eingenommen. Wunderschön, wunderschön. Das ist doch mal was. Und es decken sich natürlich auch wieder ein paar Sachen auf. Wie immer. Legendäres Schiff zum Beispiel. Oder hier, was haben wir hier? Newbone, neuer Knochen. Oder hier Mysteriosa. Hört sich sehr mysteriös an. So. Und ich würde sagen, wir schauen mal jetzt, was wir hier noch so sammeln können. Und reparieren mal die Jackdaw. They'll be of service. Dankeschön, Schrankeschön. So, können wir irgendwas machen? Ich denke nicht. Stärke der Feuerfässer. Brauchen wir erstmal nicht. Okay. Dann schauen wir einfach nochmal ein bisschen hier in das neu eroberte Fort uns um und guck mal hier noch nach Truhen und so weiter und so fort. 2 von 2, allzu viel gibt es ja immer hier nicht. An diesen Außenposten quasi. Hier ist noch was. Ein Fragment. Und weiter oben ist auch noch eins. Los geht's. Sehr schön. Damit haben wir hier auch alles erledigt. Und können zum nächsten
Hauptquest. Porten wir uns hierhin nach Santanalias. Los geht's. Verbündeter Hauptmission, was ist denn da unten los? Vieren und Fahrt aufnehmen! So viel Segel, wie ihr könnt! Setzt Hauptrahmen und Marssegel! Boah! Nehmt die Rahn aus Wind hier! Alle Segel setzen, Jungs! Mars- und Taubsegelwerk! Warte mal, und irgendwie gefällt mir das auch nicht. Wir sollten in die andere Richtung segeln. Segel auf, Männer! Top-Rahm und Marschsegel! Los, los, los! Mars und Top-Segel. Oh, der Wind hier ist unglaublich! Einholen! Volle Segel! Bewegung! Segelreffen raus aus der Bö! Alle Segel, sie verträgt das! Nehmt die Rahn aus dem Wind! Bringt jeden fetten Sturm. Oh, und da vorne ist eine fette Fregatte. Hoffentlich nicht im Feindes gibt. Achso, das ist unser Ziel auch. Oder wie? Ist es das Schiff, was wir in der letzten Hauptmission erbeutet haben? Mord und Totschlag. Sequenz 10. Starten! Spürst du es, AD? Nur ein Moment rennt uns vom größten aller Schätze. Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain. Komm schon, Mann. Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach sogar. Wie du meinst. Ahoi, Roberts! Wir werfen Anker und sehen uns an Land. Du wurdest verfolgt, Captain Kenway. Die Frage ist nur, wie lange schon? Hornigold. Rennen sollte es. Hornigold. Erledige deinen Freund lieber schnell, Captain, bevor ich mein Wohlwollen noch bereue. Hornigold muss dran glauben. Bei Suche nach Hornigold nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Denk lieber nochmal nach, was du hier tun willst. Was hast du wieder zu nörgeln, Adi? Es ist Ben Hornigold, der uns Kiel holen will. Der Verräter muss sterben. Doch was dann? Bist du wirklich überzeugt, du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Templer? Nein, nicht ganz. Das muss ich auch gar nicht sein. Bloß wenn dir was Besseres einfällt, um Gottes Willen, raus damit. Verabschiede dich von Roberts. Hol die Assassinen. Bring sie her. Und lass sie das Ding beschützen. Ei, ich bringe sie her. Wenn sie bereit sind, dafür etwas springen zu lassen. Haha, tja, AD. Mittlerweile müsstest du uns doch kennen. Es wird ein harter Kampf, wenn Hornigold uns tiefer in diesen Nebel hineinzieht. Wir nähern uns dem Rückgrat des Teufels. Du meinst die Klippen, die aussehen wie der Rücken eines Monsters? Ei. El Espinazo del Diablo nennen die Spanier sie. Jetzt zeigt es! Gebt den Wind nach! So, nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Ist einfacher gesagt als getan, sag ich mal. Hier sind natürlich einige Gegner gerade unterwegs. Öffnen und trimmen! In die Wanken! Segel setzen! Habt ihr zugehört? Leesegel heißen! Los geht's! Leesegel! Wir reiten die Segelreffen raus aus der Bö! Es sollte in der Nähe sein, Captain. Mist! Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten! Hoch, Leute! Schnell vorbei! Achso, müssen wir den auch noch selber suchen, oder was? Treffen, Männer! Raus aus dem Wind! Sieh, Männer! Großsegel bergen! Öffnet die Hauptsegel! Biere freimachen, lasst etwas Segel sehen! Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Alle Segel. Schoner, Stufe 8, das ist es auf jeden Fall nicht.
So, und wir segeln mal so ein bisschen drumherum. Zumindest versuchen wir das mal. Hoffentlich drehen die sich jetzt nicht. Volle Geschwindigkeit aktivieren. Los! Schnell vorbei! Da ist Hornico. Geht näher ran. Versinken. Aufstellung, ihr Mann! Da ist Hornico. Geht näher ran. Sehr eng hier. Gib acht, dass wir nicht auflaufen. Feuer! Achtung! Feuer! 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 So, Hornigold. Feuer! Komm, gib auf. So, und sein kleines Schiff ist schwer beschädigt. Und er versucht zu fliehen, nehme ich mal an. Ich komme wieder zurück. So, Hornigold. Benjamin Hornigold. Erledigen. So, Freundchen. Und der ist da ganz oben. Mann, wie ist denn der so schnell da hochgekommen? Der kennt doch bestimmt eine Abkürzung, die ich noch nicht kenne. Und wir ballern einfach alles nieder. Echt witzig, dass das so funktioniert. Naja, hat sich halt auch gelohnt, den Pistolenholster voll auszubauen, finde ich. So, und erstmal nachladen. So, und die Insel haben wir ja schon mal erkundet. Die kennen wir ja schon. Das heißt, wir wissen, dass wir nur... ja, hier hoch müssen, um darüber zu kommen. Hold mine. Yeah.
Alter! Ja, Nervensäge. Ist gut. Ja, ist gut. Ist gut. Ist ja alles gut, Freunde. So, geh mal schlafen. Und der eine hier ist ertrunken, oder was? Während seines Schlafs? Könnte sein. So, dich kriegen wir noch so. Und dann können wir weiter hoch. Doch, der Kampf ist vorbei, Kumpel. Glaub mir. Gib doch einfach auf. So, komm, tötet euch mal gegenseitig ein bisschen. Ich kenne den Bastard und ich weiß, wozu er fähig ist. Er ist hinter mir her. So sicher, wie ich hier stehe. Okay. Ich bin mal weg. Kurzzeitig, jedenfalls. Alter! Nervt doch nicht. Kommt ihr auch hier mit hoch? Ihr Wichser? Ja, da kommt er nicht hinterher, ne? Doch, kommen sie. Na komm. Wenn du dich traust. Ach, du Äffchen da auf dem Baum, Alter. So. Du warst mal ein Mann, der für etwas Wahres einstand. Nun hast du nur noch ein Mörderherz. Und all deine Fehler brachten dir nichts als Narben. Auf jeden Fall besser als deins, Ben. Das Herz eines Verräters, der glaubt, er sei besser als seine Männer. Ei, und es ist wahr. Was hast du getan seit Nassau viel? Nicht mehr als morden und plündern. Du stehst mit denen im Bunde, die wir einst hassten. Nein. Diese Templer sind anders. Ich wünsch, du könntest das sehen. Doch wenn du deinen jetzigen Weg beibehältst, bist du bald der Letzte, der ihn noch geht. Und am Ende wartet der Galgen. Das mag sein.
Doch nun gibt es eine Schlange weniger in der Welt. Und das ist mir genug. Right. Was? Hornigold mit einem Luftattentat eliminieren? Habe ich gar nicht gesehen, dass wir das machen sollen. Naja. Und die ballern sich hier gegenseitig noch nieder, alle. Naja, sollen sie mal machen. Ich bin ein Unschutzlamm, ich habe damit nichts zu tun. Zurück zum Schiff. Der nächste Hauptquest ist hier unten. Das Observatorium. Ah, cool. Und ein Fort fehlt uns auch noch hier zum Erobern. Charlotte. Alles klar, Freunde. Dann schauen wir mal in der nächsten Folge, ob wir dieses Fort noch einnehmen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Euer Zardo. Ciao.